Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Jo, wir machen heute weiter, also ich. Wir holen Holz und fahren zum Sägewerk. Na, laufen lassen können wir schon. Wir werden mal hinfahren. So, dann geht los. Schauen wir, ob wir einen Schwung da zum Sägewerk bekommen. Also die ganze Menge jedenfalls. Wenn das geschafft hat, wenn wir einmal Waren verkaufen, Molkerei, denke ich mal, das ganz macht Sinn. Und mal auch mit Milch beliefern, ne? Ja, wir haben einen neuen Tag. Nacht für geschlafen. Hat sich so nicht viel verändert, nur das Prinzip. Ja, die neuen Anhänger sind da. So blau hin. Ah, der blaue ist Mitte, glaube ich. Ja, der blaue ist Mitte. Das ist dann der neue. Die anderen beiden kennt ihr ja sicherlich. Und den neuen mal testen. Ob der Fehler schmeißt. Soll ja angeblich Fehler schmeißen. Angeblich. Also, ne? Probieren wir aus. So, und dann, ja. Ich meine, Holz. Holzfahren heute sicherlich gut zu tun haben. Die ganze Folge schätze ich mal ganz grob. Und wie gesagt, dann am Anschluss noch mal sehen, dass wir die Molkerei hier rechts die Waren verkauft bekommen. Ne? Da dürfte wieder alles Arbeit sein, die ganze Milch. Da kommen wir nicht hinterher. Und da werde ich mal schauen, dass wir den Kurs programmiert kriegen für Milch. Milch haben wir noch 25.000 da. Das müsste ich gleich mal tun. Nützt all nichts. Wir brauchen dafür einen Traktor, haben wir sicherlich genug da rumgekauft. Wir brauchen einen kleinen Anhänger. Ich will mal schauen, dass ich das hinkriege, dass ich da dass wir einen Anhänger nehmen, der nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Der ganz große wird da nicht durchpassen durch die Halle. Der ist ganz gut, der hat 18.000 und der hat 7.000, der hat 70.000. 70.000 ist Quatsch. Also 18.000, den ganzen Tag gefahren, mal schauen. So. Universal. Güll ausbringe. Achso. Der soll ja Milch fahren, ne? Ob die Reifen sind, glaube ich, egal. Für die Straße halt, ne? Farbe passt auch. Weiß. Hauptfarbe nehmen wir auch weiß. Wegen der Milch, ne? Universal. So. Achso, hier kann man. Ach ja, okay. Das wollen wir nicht haben. Gut. Wir kaufen den mal. Das ist ja kein Problem. Kostet ja kein Vermögen. So, dann nehmen wir jetzt einen Traktor. Move. Das müssen wir mit dem LKW wegfahren. Jetzt mache ich doch wieder mehr, als ich machen wollte. Also, aber ich sehe die Milch, das muss ja laufen, ne? So, hier kann er stehen bleiben. Stört nicht. Jetzt gehen wir zum Hof und nehmen mal einen Traktor. Ja. Hier haben wir genug. Wir gehen mal einen Kuschel rein. Tabu. Futter kriegt ihr morgen wieder, ne? Heute habt ihr noch. So. Dann können wir gleich mal den da vornehmen. Den Anhänger können wir zurückstellen in die Das müsste funktionieren. Ein Kurs erstellen vom Stall raus, im Stall rein und beim Milchverkauf. So im Groben stellen wir uns vor. Mal schauen, ob wir einen Platz finden für den guten Anhänger. Sieht. Naja, nehmen wir den Platz, der gerade frei wurde, ne? Der passt halt auch zusammen mit den Beinen. Wir können ja ein bisschen rechts ranfahren. Vielleicht noch einen weiteren Anhänger reinkriegen. Dann fahren wir jetzt zum Händler. Wir holen uns den kleinen Milchtransporter. Dann werden wir den selber aufladen. Also entsprechend das gleiche machen wir uns auch.
Nur, dass wir nebenbei den Kurs aufzeichnen, ne? Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ups. Ich muss mein Mikro ein bisschen tiefer holen, dass ich den Blick zum Easy oder Dings hier zum. Ne? Oh, er ruckelt, er muss laden. So. Dann können wir richtig groß Geld machen. Die Milch von der Thüringen mal Gelegenheit wieder rüberbringen, ne? Zum Beispiel, da wäre eine gute Möglichkeit für die Milch. Ich will nur schaffen, dass wir da verkaufen könnten, ne? Ach, unser Strohfahrer ist unterwegs. Da haben wir so viel Stroh. Das lohnt sich richtig. So schleicht hier. Gib Gas. Mal sehen, wie sie sich lieben, die beiden Kurse, ne? So. Wir fahren erstmal hier rauf. Der Kurs zum Hof nehmen wir mal gleich an. So, alt. 0. Und den Kurs werden wir nutzen. Was anderes geht es ja gar nicht. Beziehungsweise geht schon anders, aber ich will nicht so viele haben, das wird dann durcheinander hier. So. Ich fahre mal einen zurück. Nun, das hat gleich geklappt. Nicht so wie beim erzähl schon. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, ne, aufpassen nicht, aber er muss rumkommen, sagen wir so, also der Traktor, ne. Hier wird es wieder ein bisschen, muss ich mit dichter rangehen, dass ich auch sehen kann, was los ist. Dass er hier nicht zu sehr irgendwo gegenfährt, ne. Vielleicht können wir auch einen größeren Anhänger verwenden, mal sehen. Wenn es einen kleinen klappt, da können wir vielleicht nochmal größer nehmen. So, da muss ich mal schauen. F1 wegen Aufladen. Müsste eigentlich hier vorne der Trigger sein, ne? Also der Bereich hier. Der Deckel auf. So. Jetzt wird wieder heller. Das ist der entscheidende Punkt, ob ich hier den Punkt finde zum Aufladen. Geht nur abladen. Das ist schlecht. Klappt nicht so wie es sonst soll. Dann muss man den Aufnahmepunkt stoppen. Und dann muss ich mal ganz kurz löschen. Hier geht bestarten. Mhm. Also gut, dann machen wir hier mal Rekord. Hier geht Befüllung. Start. Dann machen wir hier Punkt auf. Hier auf. Füllen. Müll. So. Stall. 1. So. Erstmal voll. Positiv. Ja, jetzt gehen wir auf F1. Jetzt muss ich mal schauen, wo, welchen Kurs wir nehmen, wo wir wieder anschließen können, ne? Eine Möglichkeit ist ja, die sollen sich ja nicht kreuzen, ne? Also beziehungsweise ich will da nicht so viel über den Hof fahren. Jetzt geht's hier zu dem Kurs, der gerade hier vorne vor meiner Nase ist.
So, das schon mal geklappt. Jetzt fahren wir zum zur Molkerei. Und da kann er ja im Prinzip jetzt ganz bequem fahren, ne? Wir nutzen wir die Kurse, die Holger mal vor langer Zeit gemacht hat. Grüße gehen raus. Das ist super. Und wie man sich so eine Arbeit macht, also für mich wäre das ja, eine Arbeit von mehreren Tagen, ne? Und da wäre meine Ausdauer nicht da, glaube ich. Dass ich alles komplett fertig machen würde. Ich würde es nicht hochladen. Also meine Kurse, die ich da fahren würde, die wären 100% nicht so gerade. Ich meine, jetzt kann man ja die Kurse immer noch wieder eingreifen und hinterher noch korrigieren. Ne? Das ist das Schöne. Was rechnet er gerade im Hintergrund? FPS, alles hier so stark genutzt. So, wir sind hier angekommen. Das heißt, oh, hier müssen wir schauen. Ich will ja hier rum, ne? Wir müssen ein bisschen machen, wie als wenn da ein riesen Anhänger dran wäre, ne? Dass er ein bisschen so rumgeht. Im Gegenverkehr vielleicht, aber so viele Fahrzeuge fahren ja bei uns ja nicht. Richtung Milchabgabepunkt, ne? Und dann, was ist hier los? Stau? Wie einer vergessen. Noch was drinne? Kipp mal schnell aus. Kartons reicht auch noch eine Weile. Aber da müssen wir sie sehen, da wird das Sägewerk. Und zur Not werden wir halt Hackpinsel mit unserer Fräse machen, ne? Die kann ja ganz gut. Anführungszeichen, ne? Der LKW fahren wir geradeaus. Richtung Feld. Damit wir unsere Milch mal richtig versorgt kriegen, ne? Also verarbeitet kriegen vor allen Dingen. Längerfristig werden unser Kälber ja auch bald fruchtbar, ne? Dann werden bald mehr Kälber kommen, ne? Und dann mehr Milch, ne? Und wenn der Punkt hier fertig ist, dann können wir auch vom globalen Markt, wenn da mal Milch drin ist, auch hierher fahren. Wir müssen da nichts extra verstellen, ne? Das ist halt das Schöne beim Autodrive, ne? Ich hoffe ja, dass sie mal das hinkriegen, dass so eine wichtigen Sachen, die wir halt brauchen, Autodrive und Courseplay, halte ich als sehr wichtig. Auch Seasons ist sehr wichtig. Ich zahle lieber einen Euro mehr und habe gleich das volle Spiel. Weil bei Mods, da weißt du nie genau, ob da noch welche kommen. Ne, ob die dann für nächste Version auch noch zählt oder rauskommt. So, dann machen wir hier mal einen Punkt. Und zwar abladen. Milch. Was Molkerei. Ah, da brauche ich nicht rein. Milch reicht. Man kann es ja hinterher noch ergänzen, ne? Oder ändern. So, dann haben wir abgeladen und dann fahren wir zur Straße zurück. Der LKW passt nicht durch den Stall durch. Dann müsste ich rückwärts fahren irgendwie. Ob das funktionieren würde auf Dauer, das weiß ich jetzt nicht. Ne? So, hier müssen wir, ja, wie auf die Straße, ne? Logisch. Nach Möglichkeit in der Richtung. Hoffen wir, dass er verbindet. Hat er gemacht. Den können wir gleich mal einstellen. Und zwar
Auffüllmilch. Und abladen. Oder entladen, Wasser, entladen, Wasser. So. Gebe ich hier noch Abendmilch ein. Und jetzt fahren wir mal eine Probefahrt mit. Da wisst ihr ja, dass ich das gerne mache. Um zu sehen, ob es auch klappt. Das schaffen wir die Folge noch. Ja, das mit dem LKW zu fahren, ein bisschen. Ja, würde auch gehen, aber wie gesagt, durch den Stall passt da nicht durch. Der andere LKW ist auch nicht, der ist zu hoch. Und der große Milchwagen ist auch etwas ungünstig in dem Fall, ne? Aber wie gesagt, das ist ja. Muss man testen. Aber wenn er den ganzen Tag fährt, denke ich mal, dann ist der Stall nie voll. Ja, mit 53 km/h, weil er gerade fährt. Schneller fährt er sowieso nicht. Aber wie gesagt, das reicht aus. Dann ist er in der Kurven, also in der Strecke stabil und baut keinen Unfall. Ne? Ein LKW weiß man nicht so genau. Das wäre interessant, wenn die sich treffen, ne? Ob das immer so gut ist. Ne? Aber wie gesagt, da muss man sehen. Und jetzt fahren zwei Fahrzeuge. Und die Strecke sich teilweise kreuzt, ne? Teilweise. Aber halt nicht im Gegensatz, sondern halt dieselbe Richtung halt, ne? Aber das lässt sich eh nicht vermeiden. Dann muss ich sehen nachher, ob alles andere auch klappt. Ja, also verkaufen hat machen wir mal selber. Hier ist es ganz gut, wenn er nicht so schnell fahren wird, ne? Das klappt schon mal, da klappt mal auf. Wenn das nicht klappen würde, dann würde ich ihm sagen, schönen Dank fürs Reinschauen. Das freut euch alle Arbeit. Ja, das klappt, das freut mich. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Und schönen Dank fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und Liken und Kommentieren. Ne? War ja ein Kommentar mal da. Ist schön. Ich dürfte gerne mehr schreiben, aber nicht so viel. So. 3-4 Kommentare pro Video ist schon, wäre schön, ne? 100 wäre zu viel. Das muss ja alles bearbeitet werden, ne? Vor allem die bösen Jungs, die mir Spawns reinbringen oder hier so eine Links, die sehe ich gar nicht gerne. Alle anderen ist okay, aber wie gesagt, die bösen Jungs kannst du nicht verhindern, das ist halt so. Aber deswegen dürfen ja alle anderen nicht nur allein, ne? So, ich sag mal tschüss und ciao, morgen geht's weiter hier am Arsch. Ja, was machen wir denn? Wir werden jetzt nachher Holz fahren, was ich heute machen wollte, und dann nachher bei Gelegenheit, da er nicht da ist, auch entsprechend bald mich dort verkaufen. Ne? Na, tschüss, ciao, ciao, bis dann. Tschüss.